Man wollte oder ist aus irgendeinem Grund nicht die Treppen raufgelaufen, sondern einen Fahrstuhl. War sogar noch ganz niedlich. Ich musste ja vorher eine Prüfung machen, ob ich auch in der Lage bin, einen Fahrstuhl zu bedienen, auf die richtigen Knöpfe zu drücken und ähnliches. Ja. Na gut, das habe ich dann ja bestanden, ja, bin ich ja heute noch stolz drauf. Und hat dann, bevor wir in den Fahrstuhl eingestiegen sind, allen Leuten, die drumherum standen, Sicherheitsbeamten gesagt, der Einzige, der hier Knöpfe drückt, das bin ich. Nobody else. Ja, ist alles in Ordnung. Also wir rein in den Fahrstuhl, Kennedy, Adenauer, Brandt und ich. Und ich habe den ersten Stock gestartet. Fahrstuhl fuhr vielleicht, weiß ich hier, 2, 3 Meter, ruckelte und blieb stehen. Die Tür ging auf, vor uns war eine Mauer. Die drei haben das Gott sei Dank nicht gemerkt, aber ich bin ja bei den Erdboden versunken. Ich dachte, was soll ich machen? Hab wieder auf den Knopf gedrückt, Tür ging zu, wir fuhren rauf. Und während der Fahrt hat sich Brandt mit Kennedy auf Englisch unterhalten. Adenauer, ich weiß nicht, ob er überhaupt Englisch konnte, auf jeden Fall nicht sehr viel. Und sagte dann, Herr Brandt, Sie können ruhig Deutsch reden, der Herr Franke hier, man hat ihm meinen Namen natürlich vorher gesagt, der Herr Franke hier, der übersetzt das ganz gut. Da haben alle gelacht. Und dann waren wir ja auch schon oben, dann war das schon vorbei wieder. Ne? Und dann gingen wir rein in den praktisch erstmal ins Büro, soweit ich mich entsinne, von Brandt, damit man sich ein bisschen frisch machen konnte, auspressen, weil alles war Konfetti und sonst was. Dann ging es rüber in den Senatssitzungssaal, das ist da, wo der Senat jeden Dienstag getagt hat. Und der hatte noch einen kleinen Nebenraum, den sogenannten Teesalon. Und da setzte sich dann Kennedy mit Herrn Lochner, mit dem Dolmetscher, rein, ist die Rede nochmal durchgegangen und hat auch geübt, ich bin ja ein Berliner. Er hatte mich gebeten, Herr Lochner, doch in der Tür stehen zu bleiben, für den Fall, dass was gebraucht wird. Außerdem sollte ich niemanden reinlassen, ohne vorher nachzufragen, ob der rein dürfe. Und dann hörte ich, wie Kennedy sagte, ich bin ja ein Berliner. Ich habe erst gar nicht mitbekommen, dass er das war. Ich dachte, na, wer redet denn hier? Und wo bin ich denn hier? Ja? Bis ich das dann mitbekommen habe. War natürlich total verblüfft. Und dann ging der Herr Lochner raus, weil er eben auch mal auf die Toilette wollte. Dann rief mich Kennedy zu sich und dachte nochmal, das ist ja unglaublich, diese Menschenmassen, die da sind. Sowas hätte er ja vielleicht mal in Südamerika erleben können, aber gerade in Berlin und so. Ne? Und da sagte ich immer, Präsident, Sie sind der mächtigste Mann der Welt. Wenn Sie zu uns kommen, ist das, wir haben es ja schon gewusst seit der Blockade und seit dem Mauerbau, die westlichen Alliierten halten zu uns und schützen uns. Aber wenn Sie jetzt hier sind, dann ist das so klar wie irgendetwas. Und kein russischer Präsident wird dann noch auf die Idee kommen, Berlin anzugreifen. Und dann sagt er nochmal, Sie wissen, ich habe hier schon geübt, ich bin ein Berliner, aber ich sage es jetzt nochmal und sagen Sie mir als Außenstehender gewissermaßen, was Sie davon. Er hat das, glaube ich, noch zweimal gesagt. Naja, und Sie haben es ja dann sicherlich selber oder jetzt in den Fernsehübertragungen auch mitbekommen, dass er das ja halt auch eigentlich gut gemacht hat. Ne?